Grundlage für das, was jetzt kommt, nehme ich wieder den Standard Six Count. Das heißt, ich habe die 6 Schläge, starten in der Loading Six Position, rechter Stock ist auf der rechten Schulter, linker Stock ist unter dem rechten Arm und wir haben 6 Schläge, immer rechts und links im Wechsel, die sich allerdings nach 3 Schlägen auf der anderen Seite wiederholen. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieses Schlagmuster dient mir jetzt als Referenz für alle folgenden Bewegungen. Kombination. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, habe ich einen Trainingspartner mir gegenüber, dann ist die Aufgabe von diesem Trainingspartner, diese 6 Schläge kontinuierlich zu produzieren und zu reproduzieren, damit ich meine Variationen ausführen kann. Das ist jetzt für mich die Aufgabe, meinen Trainingspartner mir gegenüber die ganze Zeit im Blick zu haben und im Kopf zu haben. Für euch ist es etwas einfacher. Ihr könnt meine Bewegungen reproduzieren und nachmachen und könnt dann im Nachgang im Grunde das Ganze nochmal überlegen, wie ist das denn, wenn der andere jetzt einen Six-Count schlägt oder ihr stellt euch jemanden hin, der euch den Six-Count anbietet. Meine Ausgangsposition ist jetzt, Stöcke sind schon vor dem Körper in Kampfposition. So, das ist so, dass die Stockspitzen etwas über Kopfhöhe kommen. Etwas tiefer geht auch noch, aber ich möchte natürlich gegen Schläge, die von oben kommen, auch entsprechend meine Deckung haben. Und die Hände sind etwas auseinander, die Spitzen etwas zueinander. Die Stöcke sollen sich allerdings nicht überkreuzen, sondern ein leicht offenes Dach bilden. Gut. So, und die Grundbewegung ist jetzt der sogenannte Fighting Mirror. Heißt für mich jetzt, ich starte mit der linken Hand und mache einen Block nach außen. Oder einen Schlag nach außen. Das ist mehr ein Block. Links geht raus. 1. Dann geht rechts nach unten. 2. Und links geht rüber auf die andere Seite. 3. Noch einmal. So. 1, 2, 3. Einmal in die Richtung. 1, 2, 3. Einmal in den Rücken zu euch. Also das ist die 1, hier die 2, hier die 3. Während der eine Stock schlägt, kehrt der andere Stock immer wieder in die Deckung zurück. Das heißt, ich mache 1, kehrt zurück, 2, kehrt zurück, 3, kehrt zurück. Und ich denke, jetzt können wir das Ganze mit der anderen Seite auch machen. Jetzt geht rechts nach außen. Das ist dann die Nummer 4, 5 und 6. Okay, noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und die Aktion, die ich oben mache, die sehen mehr oder weniger so aus wie ein geschobener Block. Der Schlag, der nach unten geht, der hat ein bisschen mehr Wumms. Der entspricht im Grunde auch dem tiefen Schlag, den der Partner im Six-Count macht. Also ich habe hier Block hoch. Geschlagener Block tief und Block hoch. Block hoch, geschlagener Block tief und Block hoch. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. So, es wird vielleicht etwas transparenter und etwas besser nachzuvollziehen, wenn wir jetzt die erste Variation starten. Die erste Variation sieht so aus. Ich blocke mit links gegen Schlag, der hier ankommt. Und wenn ich den Block mache, schlage ich gleichzeitig mit der anderen Hand auf die angreifende Hand. Also der Angriff kommt, ich blocke mit links und schlage auf die Hand mit meinem rechten Stock. Block und Schlag auf die Hand. Block und Schlag auf die Hand. Nochmal. Block und Schlag auf die Hand. Kommt der hohe Angriff auf der anderen Seite, genau Seitenverkehr. Also rechts blockt, links schlägt auf die Hand. Rechts blockt, links schlägt auf die Hand. Nochmal, rechts blockt, links schlägt auf die Hand. Okay, jetzt baue ich das als Variante in das vorherige Muster mit ein. Das
sieht dann so aus. Also auf Schlag 1 erfolgt immer die Variation Block und Schlag zur Hand. Der rechte Stock holt jetzt nochmal aus und macht den tiefen Block. Und links Block über Kreuz. Nochmal die ersten drei Aktionen. Also Block und Schlag zur Hand. Rechts schlägt den tiefen Block und links blockt hoch. Links blockt, rechts schlägt zur Hand, rechts schlägt tief, links blockt über Kreuz. Letztes Mal, links blockt, rechts schlägt zur Hand, rechts schlägt tief, links blockt. Jetzt kommt das Ganze zur anderen Seite. Rechts blockt, links schlägt zur Hand. Links schlägt tief und rechts blockt über Kreuz. So, und dann sind wir wieder am Anfang und können das jetzt fortlaufend machen in der Bewegungsschleife. Kommen wir etwas näher. Also, links blockt, rechts schlägt zur Hand. Rechts blockt tief, links blockt hoch. Rechts blockt, links schlägt zur Hand. Links blockt tief, rechts blockt über Kreuz. Eins. Jetzt mache ich die beiden Bewegungen gleichzeitig. Block und Konter sind jetzt eine Zählzeit. Dann schlägt rechts tief. Und links blockt hoch. Eins, zwei, drei. Links blockt, rechts schlägt, rechts blockt, links blockt. Rechts blockt, links schlägt, links blockt, rechts blockt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, und Break. Was wünsche ich mir? Einen Trainingspartner, der für mich jetzt das Six-Count-Cinnavali hält oder ausführt, sodass ich dann auch entsprechend Block und Gegenangriff am Partner verbinden kann. Weil ich dann beim Partner nicht immer auf die Hand haue, sondern hier auch beide Stöcke zum Stock führe, sodass wir im Grunde einen Doppelschlag haben. Aber gemeint ist, wenn ich mit der einen Hand blocke, habe ich einen gleichzeitigen Gegenangriff auf die Hand. Die zweite Variante ist im Grunde nach dem gleichen Prinzip. Links blockt und rechts macht jetzt allerdings einen Stich zur Körpermitte. Der kann zum Hals gehen, der kann zum Solarplexus gehen. Training machen wir den Stich zum Solarplexus, dann hält der Trainingspartner länger durch bei entsprechendem Kontakt. So, also links blockt, rechts macht den Stich und von hier aus kann rechts direkt nach unten weitergehen und den tiefen Schlagblock machen. Und dann kommt links nochmal mit einem Block über Kreuz. Noch einmal, links blockt, rechts sticht. Rechts blockt tief, links blockt hoch. Mal von der Seite. Links Block, rechts sticht. Rechts schlägt den Schlagblock tief und links Block hoch. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Rechts blockt, links macht den Stich. Links Block tief, rechts blockt hoch. Und jetzt machen wir es einmal im Durchlauf. Links Block, rechts sticht, rechts Block tief, links Block hoch. Rechts Block, links sticht, links Block tief, Block mit links, Stich mit rechts, Block mit rechts tief, hoher Block links, hoher Block rechts und Stich mit links. Links Block tief, rechts Block hoch. Block und Gegenangriff erfolgen wieder gleichzeitig, also 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ja, Block und Stich, 2, tiefer Block, 3, hoher Block mit links, jetzt Block mit rechts, Stich, Block mit links tief, Block mit rechts hoch. Letztes Mal. 1, 2, 3. 1,
Okay, tapfer. Damit haben wir jetzt zwei Variationen und bei denen möchte ich für heute bleiben. Das heißt, wir haben den Fighting Mirror. Der besteht aus Blöcken gegen die Schläge des Six Counts in der Matz. Wir haben jetzt immer auf den ersten Schlag eine Variante gemacht. Zwar Block und Schlag zur Hand, dann lief der Fighting Mirror weiter. Block und Schlag zur Hand, der Fighting Mirror lief weiter. Zweite Variante war Block und Stich zur Mitte. Und 2 und 3 sind wieder gleich. Block und Stich zur Mitte, 2 und 3 sind wieder gleich. Okay. Geh zurück zur ersten Variante, wo wir den Doppelblock gemacht haben. Den Doppelblock oder den Block und den Schlag zur Hand können wir auf alle hohen Angriffe machen, sollten es auf den tiefen Angriff vermeiden. Weil wenn ich beide Stöcke tief habe, hat der Gegner immer noch einen zweiten Stock, mit dem er direkt zum Kopf angreifen kann. Deswegen will ich meine Deckung nicht komplett unten haben, sondern will immer eine Hand zum Schutz oben behalten. Wir haben jetzt Block und gleichzeitiger Konter auf Schlag 1 gemacht. Jetzt möchte ich das auf Schlag 3 machen. Das sieht jetzt so aus. Ich habe 1, 2, 3. Also ich block mit links, block mit rechts. Und damit ich die Arme jetzt nicht überkreuzen muss, blocke ich jetzt nochmal mit rechts und links schlägt zur Hand. Also Block links, Block rechts und links schlägt zur Hand. Block links, Block rechts tief, Block rechts hoch und links schlägt zur Hand. Block, Block, Block und Konter. Block, Block, Block und Konter. Zur anderen Seite. Rechts, links, jetzt Block links nochmal hoch und rechts schlägt zur Hand. Rechts blockt hoch, links blockt tief, rechts blockt nochmal hoch und links schlägt zur Hand. Einmal auf beide Seiten. Das heißt, Schlag 1 und Schlag 2 werden rechts wie links immer nur einfach geblockt. Schlag Nummer 3 auf beiden Seiten wird geblockt mit dem gleichzeitigen Konter zur Hand. Also, ich habe hier 1. 2, 3. Jetzt geht es wieder weiter mit rechts. 1, 2, Linksblock, rechts schlägt. 3. Jetzt geht es wieder weiter mit links. Links, rechts. Rechts, links schlägt zur Hand. Rechts, links. Links, rechts schlägt zur Hand. Links, rechts tief, rechts hoch, links schlägt zur Hand. Rechts, links tief, links hoch und rechts schlägt zur Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Letztes Mal. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Okay. Da wir jetzt auf Schlag Nummer 3 den Doppelschlag machen, beziehungsweise Block und Konter zur Hand, ist die Position 1 wieder frei für unsere zweite Variante, für den Stich. Sodass ich jetzt, wenn ich die ersten drei Schläge betrachte, Block und Stich auf die 1 mache, auf die 2 blocke ich mit rechts und Block und Schlag zur Hand auf die 3. Also Block und Stich, Block, Block und Konter. Block und Stich zur Mitte, Block tief, Block und Schlag zur Hand. Block und Stich, Block tief, Block und Schlag zur Hand. Noch einmal, Block und Stich, Block tief, Block und Schlag zur Hand. Wir starten das Ganze auf der anderen Seite. Block und Stich, Block tief, Block und Schlag zur Hand. Nochmal auf der Seite. Block und Stich, Block tief, dann zur anderen Seite Block und Schlag zur Hand. Alle sechs Schläge.
Merkt euch am besten diese Dreier-Sequenz. Ja? Schlag 1, Schlag 2, Schlag 3. Auf der anderen Seite dann wieder. Schlag 1, Schlag 2, Schlag 3. Schlag 1, Block und Stich. Schlag 2, Block. Schlag 3, Block und Schlag zur Hand. Dann geht es wieder von vorne los. Schlag 1, Block und Stich. Schlag 2, Block tief. Schlag 3, Block und Schlag zur Hand. Stich, Block, 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 Schlag zur Hand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Noch einmal. Stich, tiefer Schlag. Schlag zur Hand. Stich. Tiefer Schlag. Schlag zur Hand. Letztes Mal. Stich. Block. Hand. Stich. Block. Hand. Ah, jetzt könnte ich ewig weitermachen. Und in weite Variationsmöglichkeiten gehen. Aber das war jetzt schon ordentlich Material, was wir heute durchgearbeitet haben, mal abgesehen von den technischen Difficulties, die wir haben.